er denn gesehen? Sportfreunde, das Spiel ist also vorbei. Sieg für die SG Bansko-Lezen, 30-33 Auswärtssieg.
Trotzdem wende ich mich erstmal an den Heimtrainer, den Herrn Vogt. Schön, dass Sie trotz der Niederlage hier uns zur Verfügung stehen. Was hat heute gefehlt bei Ihnen? Was hat die Ausschlag ausgemacht für diese Heimniederlage? Ja, für mich waren die letzten Minuten, als wir 4, 5 klare Tore nicht machen oder Chancen nicht verwerten und im Gegenzug der Gegner trifft. Und plötzlich waren sie dann 4, 5 Tore vor in der Schlussphase. Und das war es dann eigentlich. Also es war die entscheidende Phase für mich, diese 5 Minuten, wo wir, sei es Konter oder auch von Halt, die Freien, einfach nicht reingemacht haben. Nun haben Sie ein gutes Spiel, sagte man, in Güstrow gemacht, heute ein relativ gutes Spiel gemacht. Trotzdem stehen Sie mit dem miesesten aller Ergebnissen da, 0-4. Was tut man jetzt als Trainer, damit die Mannschaft das Selbstvertrauen im nächsten Spiel wieder hat? Das ist ganz einfach. Wir sprechen die Fehler an, die gemacht worden sind, die mangelnde Konzentration. Und die Jungs wissen das auch selber, dass sie die machen müssen. Hat man gesehen bei jedem die Reaktion nach den Würfen. Sie haben selber gewusst, was sie für Fehler machen. Das müssen wir einfach abstellen. Ja, jetzt wende ich mich an den Gästetrainer Bürger. Nach einer wahnsinns schlechten Saison letztes Jahr nur mit dem bestmöglichen Ergebnis gestartet. 4-0. Wie ist das zu erklären? Also wir hatten ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Die Jungs, die haben wirklich gut in der Vorbereitung gearbeitet. Ich denke mal, da kann ich meinem Kollegen auch recht geben. Das Spiel war heute absolut auf Augenhöhe und hinten raus ist es dann halt mal wichtig, wenn man ein bisschen Glück hat, aber auch noch die Kraft hat, um schnelle Bälle zu gehen. Und das war nachher der ausschlaggebende Grund. Also so viel hat sich bei uns gar nicht verändert, ehrlich gesagt. Nur, dass die Leute jetzt auch mal erkannt haben, dass man, wenn man Handball spielt, dass man dafür auch was tun muss und nicht nur in Erinnerung schwelgen und mit seinem Talent durch die Gegend ziehen, das funktioniert halt nicht. Also man muss arbeiten für den Sport und gerade auf dem Niveau hier. Und das haben die Jungs heute gut gemacht. Also. Ja, arbeiten, du sprichst es an, du hast während der gesamten zweiten Halbzeit eigentlich kaum ein anderes Wort benutzt. Kann man das dann getrost als Arbeitssieg verbuchen? Ja, doch, kann man so machen. Soll jetzt nicht heißen, dass wir jetzt viel mehr drauf hätten als die Schwane. So soll es nicht heißen. Es war halt ein Kampfspiel. Das hat von Emotionen gelebt, das hat man, denke ich, auch gemerkt. Wie gesagt, wir hatten nachher ein Stück weit Glück, vielleicht auch Können, dass Mikey im Tor Weltklasse gehalten hat heute, also ganz ehrlich, was der da weggenommen hat, da haben sich die Gegner schon gar nicht mehr getraut, einen konsequenten Wurf zu werfen, sondern schon angefangen zu zaubern und das funktionierte auch nicht. Also da Hut ab und dass die Jungs dann praktisch ohne Wechsel hier das ganze Spiel 60 Minuten durchlaufen, da habe ich echt Respekt vor, das haben die gut gemacht. So, jetzt für euch, wo geht es jetzt für euch weiter? Ja, wird nicht einfacher, wir fahren nächsten Sonnabend nach Bützow. Ist natürlich für mich eindeutig der Staffelfavorit. Ist eine eingespielte Truppe, waren letztes Jahr schon stark, sind so zusammengeblieben. Ja, müssen wir schauen, was geht. Ja, was rechnen Sie sich aus? Selbst wenn jetzt Bützow auch noch schief gehen sollte, als Staffelfavorit wäre das ja kein Beinbruch. Aber auch dann stellt sich die Frage, wie kommt man da unten wieder raus? Weil für den Schwaner SV ist der Klassenerhalt doch das Ziel. Nicht unbedingt. Das war letztes Jahr unser Ziel. Wir waren letztes Jahr der Aufsteiger, haben das sportlich geschafft, was erstmal schon für mich ganz, ganz wichtig war. Das wollten wir auch erreichen. Dieses Jahr ist unser Ziel nicht einfach der Klassenerhalt. Wir wollen versuchen, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Ich denke mal, dass außer Bützow auch keine Übermannschaft in der Liga ist. Und danach muss man einfach sehen, 0-6, wenn es so kommt, wäre ein schlechter Start. Nicht nur kein optimaler, wäre ein ganz schlechter Start. Aber ich denke mal auch, dass man dann jede Mannschaft, die hier kommt oder auch wo man auswärts hinfährt, kann man auch mal punkten. Vielleicht haben wir auch irgendwann wieder das Glück, dass das dann funktioniert. Ja, dann wünschen wir Ihnen dabei auf jeden Fall viel Glück für die weitere Saison, dass es mit Ihrem Saisonziel klappt. Und ich wende mich nochmal an den Gästetrainer. Nach 2 wahnsinnig erfolgreichen Spielen jetzt kommt der Angstgegner nach Bansko bzw. nach Lechen, HSV Grimm. Wie geht dir das an? Hey, da widerspreche ich. Also ganz im Gegenteil, Grimm ist unser Lieblingsgegner. Da haben wir traditionell eigentlich unsere besten Spiele gemacht gegen die Grimmner. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe, wir locken den einen oder anderen wieder in die Halle nächstes Wochenende. Ich rechne mir da durchaus auf was aus. Ich hoffe, dass die 3, 4 Leute, die heute noch gefehlt haben, dass sie wieder fit sind und uns ein bisschen mehr Stabilität noch geben und auch mir mehr Optionen im Spiel schlussendlich. Und dann ist auf jeden Fall, ein Kollege hat es gerade gesagt, ist jeder schlagbar in der Liga, ganz ehrlich. Also. Ja, dann wünschen wir euch auch dafür viel Glück. Wir sehen uns dann wieder nächstes Wochenende in Lezen, wenn es heißt SG Bansko Lezen gegen die HSV Grimm. Ich bedanke mich bei beiden Trainern, dass sie mir nach diesem Spiel zur Verfügung gestanden haben. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Sendung von Sport in Schwerin. Guten Abend.